Wenn Gedanken schwarz-weiß sind und nur noch eine Sichtweise erlauben, dann können sie unangenehm werden. Das macht sich sichtbar in der Regel in unserer Stimmung, in unserem Wohlbefinden. Es hat auch gesundheitliche Auswirkungen. Wir haben vielleicht einen steifen Nacken, Bauchschmerzen, wie auch immer. Wir sind häufig der Meinung, dass unsere persönlichen Gedanken die absolut richtigen sind und lassen deswegen nur wenig Raum für Alternativen, für eine andere Meinung. Aber Gedanken sind keine Wahrheiten. Sie sind eben nur Gedanken. Das heißt, sie sind quasi konstruierte Wahrheiten in unserem Kopf. Setzen wir uns also mit ganz bestimmten Denkmustern auseinander, die dazu führen, dass es uns schlecht geht, dass wir negativ gestimmt sind. Diese negativen Denkmuster nennt man typische Denkfallen. Ich stelle euch heute 5 typische Denkfallen vor. In der Regel ist es so, dass sie blitzschnell zuschlagen, dass wir es gar nicht merken, wie wir in so eine Denkfalle eigentlich hineingeraten sind. Aber damit wir uns von diesen typischen Denkfallen fernhalten können, heißt die erste Regel natürlich, diese zu kennen. Wir müssen wissen, was die typischen Symptome dieser Denkfallen sind. Legen wir also direkt los mit Nummer 1. Das Schwarz-Weiß-Denken, der Klassiker. Es werden in der Regel nur 2 Kategorien berücksichtigt. Es gibt nur ein Entweder oder das Alles oder Nichts. Es gibt keinen Spielraum für den Bereich dazwischen. Ein Beispiel aus dem Alltag: Wenn diese Arbeit nicht perfekt, fehlerlos abgeschlossen ist, ist sie wertlos. Denkfehler Nummer 2. Katastrophisieren. Das Schlimmste, was passieren könnte, wird erwartet. Die wahrscheinlicheren Möglichkeiten werden dabei aber kaum berücksichtigt. Wieder ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich diese Hausarbeit verhaue, dann ist mein Studium gelaufen und ich kriege sicherlich keinen Job mehr. Ruhig bleiben und nicht katastrophisieren. Drittens, häufiger Fehler, Gedanken lesen. Davon auszugehen, was andere über uns denken, ohne diese zu überprüfen oder Alternativen in Betracht zu ziehen. Beispielsweise, die anderen halten mich bestimmt für super uncool. Du solltest Raum für eine positivere Schlussfolgerung lassen. Und damit viertens, Abwerten des Positiven. Wenn etwas Positives passiert oder uns irgendetwas gelingt, wird dies kleingeredet. Oder der Erfolg wird einfach dem Zufall zugeschrieben. Auf diese Art und Weise werden negative Überzeugungen aufrechterhalten. Auch wenn positive Erfahrungen im Alltag dagegen sprechen. Wieder ein Beispiel aus dem Alltag. Dass ich diesen Job bekommen habe, liegt nur daran, dass alle anderen sich momentan gar nicht für diese Stelle interessiert haben. Diese Art der Beurteilung setzt den Fokus nur auf das Negative und ignoriert das Positive, womit wir zu fünftens kommen, der Negativfilter. Ein negatives Detail wird herausgegriffen und verallgemeinert, wohingegen positive Aspekte nicht berücksichtigt werden. Ein Beispiel: Ich habe es heute nicht geschafft, einkaufen zu gehen und meine Hausarbeit ist auch nicht richtig vorangekommen. Was wir aber dabei vergessen ist, dass du es geschafft hast, die Wohnung sauber zu machen, dein Geschirr und Abwasch zu machen, den Hund Gassi zu bringen und vielleicht Sport zu machen. Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht geschafft hast, sondern sei dir bewusst, dass es definitiv auch Erfolgserlebnisse gibt, die positiv geframed sind. Das sind also die 5 typischen Denkfallen, die ich euch heute vorgestellt habe. Schwarz-Weiß denken, katastrophisieren, Gedanken lesen, Abwerten des Positiven und der Negativfilter. Ich möchte abschließend aber noch einen kleinen Aspekt hinzufügen. Unsere Gedanken formen sich aus den Wörtern und Begriffen, die wir aussprechen. Je positiver wir Ereignisse, Erfahrungen formulieren, desto positiver werden sich auch unsere Gedanken formen. Je negativer die formuliert sind, je verallgemeinernder diese sind, werden sich auch unsere Gedanken negativ entwickeln. Damit du nun erkennst, ob du in einer dieser typischen Denkfallen geraten bist, gibt es einige Signalwörter, auf die du achten solltest und am besten auch nicht mehr verwenden solltest. Verallgemeinernde Wörter, negative Wörter, die keinen Spielraum für Alternativen lassen. Wie muss, müsste, sollte, furchtbar, schrecklich, das Schlimmste. Und meine Favoriten, die wir wirklich alltäglich benutzen, sind die verallgemeinernden Begriffe wie nie, immer, jeder, niemals, völlig, keiner, nie mehr, alle. Das sind alles Begriffe, wenn man sie genauer betrachtet, nicht die Wahrheit sagen können. Wenn ich den Satz formuliere wie das machst du immer, stimmt das nicht. Genau genommen macht die Person das nämlich nicht immer, aber es fällt mir immer wieder auf. Du entschuldigst dich nie. Du kommst immer zu spät. Wir haben die Hausarbeit verhauen. Das ist die Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was uns hätte passieren können. Das sind Signalbegriffe, Signalwörter von erstens toxischen Menschen und achte darauf, dass du nicht zu diesen toxischen Menschen wirst und zweitens von diesen typischen Denkfallen. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn dem so ist, lass gerne ein Like und ein Abo da. Teilt das Video gerne mit Freunden und pass auf euch auf, bis zum nächsten Mal.